Hallo und willkommen zurück. Hallöchen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Train. Wir befinden uns jetzt immer noch beim Kistenöffnen und beim Produzieren von Barren. Ja, was ganz toll ist. Wir kriegen es einfach nicht leer und nicht einfach... Oh, es ist doch eine Last. Es ist eine Last. Man muss es einfach sagen, wie es ist. So, nein, ich, Hilfe, so, zack, dann Leder, hatten wir hinten nochmal ein bisschen was reingepackt, ich, Flexi in der Zukunft wird sich freuen, wenn wir alles durcheinander schmeißen, weil wir einfach zu viel haben. Wir kriegen es einfach nicht weg, wir müssen echt jetzt demnächst anfangen, irgendwas zu bauen, weil sonst wird das nichts. Sonst wird das einfach nichts. Ja, Holz haben wir, jede Menge, 28 auf Tash. Und unsere Freunde haben ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen was. Essen. Hier. Du bist der nächste Kandidat, glaube ich, war gewesen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. So. Und wer? Ich glaube, die Kiste ist voll mit Stuff. Voll niedlich. Die hat so noch ein Gesicht, die Kiste. Toll. Toll. Es ist großartig. Es wird immer besser. So, ich trinke mal. Ich esse mal. Und dann, ja, es, wow. So, wir können ja auch mal ein bisschen hiervon produzieren. Wir kriegen mal ein bisschen die Chemikalien auch weg. Wir hatten ja beim letzten Mal auch schon, die zweiten Kisten hier angefangen. Ihr entsinnt euch. Mit Metallbarren und so, hier. Das sind jetzt die zweiten, die voll sind. So, Metallbarren. Oh, wir haben so viel Holz, ne? Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Holz alles machen soll. Haben wir irgendwie was für Holz? Dekoration kann ich machen, wow. Aber gibt's irgendwas, was wir mit Holz produzieren können? Nee, ne? Oder? No Fuel, ja. Ja, da weiß ich auch noch nicht, wofür wir das brauchen. Bin ich mal gespannt. Armory, Workbench. Zwei. Ja, wow. Ich, bin schwer begeistert. So, eine Kiste noch. Komm, let's go, dann haben wir sie weg. Ansonsten nagel ich das Holz gleich einfach weg. Also schmeiß einfach in eine Tonne. Fertig. So. Wir haben, um ehrlich zu sein... Oh, noch mehr Holz. Um ehrlich zu sein, wir haben... nichts bekommen zum Bauen, ne? Also keinen neuen Blueprint irgendwie oder so, gar nichts. Komm, ich gebe dem eben hier den Dings zum Essen. Was soll's? Und was gibt's? Deko. Natürlich. Einen dekorativen Boden. Wow. Nur nicht so viel. Chipfloor. Was für ein Chipfloor? Was? Toll. Kann ich den Chipfloor wechseln? Vielleicht können wir ja noch einen zweiten Waggon bauen. Das wäre noch sehr schön. Alter, 30 Holz. Und es wird nicht weniger. Haben wir denn noch, ja, ein bisschen Scrap Metal haben wir noch. Oh. Oh ja, der Garten ist fertig. Dann können wir noch ein bisschen Paprika bauen. Oh ja, Paprika anbauen. Mmm, lecker. Ich hätte gern die Kitchen 2, wenn es möglich wäre. Das wäre noch schön. Dann könnten wir wahrscheinlich mit den, ganzen Dings könnten wir wahrscheinlich noch ein bisschen was herstellen. Mit den ganzen Gemüse. So, den Tee packen wir hier rein. Und wir haben einen Tee umsonst. Ich kann ihn nicht essen. Was mache ich denn damit? Trinken roh. Komm, da. Geh da rein. Los. Stopf dich da rein. So, das da rein. So, jetzt haben wir noch genug Holz. Für was auch ever. So, wir haben oben noch Sachen liegen. Das war's mit Pilzen, ne? Ja. Das heißt, wir haben im Prinzip... nichts bekommen an neuen Dekorationen, ja, aber nichts neu zum Bauen. Toll. Naja, egal, was soll's.
So, wir müssen ja hier noch ein paar Prophezeiungen einsetzen. Leder schon wieder. Ich werde bekloppt. Was sollen wir denn mit so viel Leder? Apropos kochen. Können wir kochen? Ja. Warte mal. Moment. Da können wir auch ein bisschen Holz loswerden, ne? Fällt mir gerade ein. Wenn wir schon einmal dabei sind. Leder. Warte mal. Wofür brauchen wir nochmal Leder? Für die Verbände, ne? Für Verbände brauchen wir dieses, genau, das Zeug. Da brauchen wir die Flasche und rohes Essen. Ja, Moment, rohes Essen haben wir auf Tasche, 5 Stück. Reicht vielleicht nicht mehr. Kann ich das anhalten? Warte mal. Ich pack mal eben das Scrap Metal weg. Würde die Flasche mal nehmen. Leder. Und Verbände. Ich baue jetzt mal Verbände. Achso, nee, wir müssen ja erst, warte. Wir müssen ja erst am Labor die Sterilisierer bauen. 5 Stück, sehr schön. Dann, ja, Essen. Komm, hau ich direkt weg. So. Genau, mit dem Leder können wir dann, wie gesagt, die Verbände bauen. Wir brauchen ja hier wahrscheinlich auch gleich nochmal Feuer. Sehr schön. Da können wir nochmal Holz reinschmeißen, dann geht das auch ein bisschen weg. Ja, gucken wir natürlich auch gleich, was wir bauen können. Am Zug, neu. Vielleicht einen längeren Waggon oder längeren Zug, ich weiß es nicht, glaube nicht. Weil das hat auch ein bisschen gedauert, bis wir verlängern konnten. Ich glaube nicht, dass es jetzt so schnell geht. So, den restlichen Food schmeiße ich hier rein. So, dann Verbände. 5 Stück an der Zahl. So, wir haben noch 5-mal Chemikalien. Da können wir noch mal ein bisschen Flaschen herstellen, ne? Sehr schön. Oh, Dings ist fertig. Ja, das Holz lichtet sich. So. Essen. Jo, jo, jo. Ah, jetzt habe ich das rohe Essen gegessen. Ist egal. Essen fertig. Nein. Essen roh. So. Gut. Den Metallbarren packe ich hier hinten rein. So, dann haben wir... Ah, die oberen Kisten fast voll. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal ein paar Barren. So. Bandagen. Bandage. Das heißt also, wir haben jede Menge Bandagen. Consumables. Wir haben jede Menge von diesen Flaschen. Noch ein bisschen Leder. Dazu müssen wir aber nochmal diesen Sterilisierer bauen. Aber ist mir jetzt gerade auch egal. Ganz ehrlich. Ja, komm. Scheiß drauf. Das Holz. Ja, wir haben alles voll, ne? Ja, ich habe gedacht, wir können noch irgendwie auffüllen Holz, aber komm, scheiß drauf, ich schmeiß weg. Brauchen wir nicht mehr. Können wir vielleicht nochmal rausholen, falls wir gleich nochmal was bauen müssen oder so. Wir sind ja noch ein bisschen hier. Also, das heißt, wir sind soweit eigentlich erstmal ready. Wir gucken uns jetzt erstmal um, was wir alles noch bauen können. Ich glaube zwar nicht viel. Oh, hallo. Na, mein Kleiner. So, 4 von 4 Plattformen. Wir können nichts erweitern. Das ist natürlich ganz toll. Upgrade Waggon. Plattform Limit Reach. Bild im Modul. Nichts drin. Add Waggon. Plattform Limit Reach. Geht nicht. Okay, wir können es nicht erweitern. Also, alles für die Katz. Das heißt, wir können nichts machen. Das ist großartig. Ich, ja. Ich nehme ihn mit, ich weiß nicht warum. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich nehme sie einfach mal mit. Ja. Unsere Prophezeiung. So, heißt, die haben wir hier. Zack, 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 zack.
Oh, na gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Ich habe wunders gedacht, was wir jetzt kriegen. So, Frequenz Leeches 15%. Was ist denn Leeches? Was ist Leeches? Leeches. Was ist denn das, Leeches? Leeches. Sind das diese Kreaturen? Ich bin mir nicht sicher. Was sind denn diese Leeches? Ich bin mir nicht sicher. Was sind die Leeches? Wie wird denn das nochmal geschrieben? Nein, ja, change. Hä? Nein, wo ist... wo war das jetzt? L-E-E-C-H-E-S. Ich guck gerade mal. Ja, das sind diese... Ach, ich habe gerade nochmal gegoogelt. Das sind tatsächlich diese, die den Zug angreifen. Aber mal Wood in the Void. Das brauchen wir nicht. Wir haben genug Wood, Mann. Chemikalien. Countering Sensor Mean. Speed of Swimming in the Void. Minus 10. Aber more Items in the Void. Frequencies of Leeches. Brauchen wir alles gar nicht. More Items vielleicht wäre cool. Würde ich vielleicht reinnehmen. Wir haben 10% weniger Swimming dann. Scheiß drauf, aber ganz ehrlich. Chuchu! Zur Not könnten wir ja auch einfach das Holz einfach verbrennen in der Steam Engine, ne? Aber, naja. Was soll's. Gut, ich würde sagen, wir düsen weiter. Wir sind ja ready. Also, let's go. Blocked. Takes a break off. Was? Oh. So. Oh mein Gott. Und schon geht's weiter und schon sind wir wieder im neuen Void unterwegs. Und ich habe keine Ahnung, was uns erwartet und ich weiß nicht, was noch alles kommt. Wir werden sehen. Ich werde auch, glaube ich, jetzt groß nicht mehr sammeln. Denn im Prinzip haben wir alles. Weil was soll ich jetzt noch sammeln? Die haben genug gesammelt. Wenn ich jetzt da reingreife, habe ich die Taschen voll. Das Einzige, was ich jetzt sammeln kann, ist Essen und Trinken. Ich würde es einfach mal vielleicht mich ein bisschen schneller beeilen zu fahren. Um zu gucken, was noch kommt. Das könnte man jetzt mal machen. Vielleicht mal einen Schritt schneller fahren, oder? Ach so, da brauchen wir Fuel für. Ach so, ja, das ist schlecht. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich noch viel weiterspielen werde. Kann ich gar nicht sagen. Weil so ein bisschen habe ich das Gefühl, wir hängen. Wir kommen nicht viel weiter, als wie das, was wir jetzt alles gesehen haben. Ich könnte, wie gesagt, versuchen, jetzt mal Fuel reinzuschmeißen, um zu gucken, ob noch mehr kommt. Also, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich so schnell nicht bremsen kann, weil ich allein hier bin. Was brauchen wir denn an Fuel? Feuer und Wasser. Ich habe einen Waterbidon, habe ich noch, ne? Ich guck mal eben, warte. Wir haben noch, glaube ich, einen Waterbidon, ne? Einen haben wir noch. Das heißt, ich würde jetzt auch Holz einfach mal nutzen. Was? Alter. Halt, stopp. Wo bist du? Du Sau. Wo ist der? Da. Du Schlingel. Komm her, wild. Wild ist er. Ganz schön wild. Der hat uns doch angegriffen, oder nicht? Wild. Jetzt, wo ich losfahren will, weißt du? Komm doch her, Feichling. Kommt da nicht, ne? Jetzt haut er ab. Schlingel. Komm doch her. Dein Leder. Du hässliches Irgendwas. Hau bloß ab, Mann. Ich will nichts von dir. Essen, trinken. Wir haben wieder Leder. Nein. Und die kotzen immer mehr. Das ist das Problem. So, pass auf. Dann ist ja nicht so schlimm.
Munition. Ich würde die Waffe auch direkt ausgerüstet lassen. Leder. Ich kann auf jeden Fall sagen und mitnehmen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, das Spiel, muss ich sagen. Denn es ist wirklich cool. Es macht echt Spaß. Es ist wirklich sehr, sehr geil. Ich weiß ja nicht, was in der Zukunft noch alles kommt. Ach, Study Wood können wir auch reinpacken, wenn wir wollen würden. Ach, guck mal an. Fett, Sterilisierer, bringt 2. So, packe ich mal rein und dann ein Waterbidon. Eis können wir auch reinpacken, wenn wir wollen. Und dann machen wir mal Medium. Let's go. Was, Water? Habe ich doch reingetan. Medium. So, let's go. Choo-choo! So, dann düsen wir mal ein bisschen schneller. Weil, wie gesagt, ich brauche jetzt nichts sammeln. Ich will nichts sammeln. Essen und trinken vielleicht. Wir haben zwar noch ein bisschen Essen. Wood haben wir noch zum Befüllen. Wir werden bestimmt Kundschaft kriegen. Irgendwie Gleis 2 wieder oder so. Nein, aber wie gesagt, es macht mir sehr viel Spaß, dieses Spiel. Vielleicht kommt in Zukunft ja noch mehr dann rein. Ich weiß nicht, ob noch mehr gibt. Kann ich nicht sagen. Bisher haben wir ja noch keine Anzeige, was wir noch machen sollen. Es kann natürlich sein, dass wir in naher Zukunft ein paar Updates kriegen. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen, im Auge behalten und schauen, was da auf uns zukommt. Dann werden wir vielleicht in Zukunft hier weiterspielen an der Stelle, wenn der Speicherstand dann noch geht, weil dann wird sich ja Flexi in der Zukunft auf jeden Fall freuen, denn wir haben gut vorbereitet für ihn, muss man einfach so sagen. Aber jetzt bin ich echt gewollt, einfach alles liegen zu lassen. Und zu gucken, was da kommt. Da kommt eine Station, oder ist das... Oh, da können wir jetzt wieder Runden machen, ne? Ich glaube, das ist wieder so, wo wir... Oh nein, da ist ein Gegner. Da ist so ein Kackvieh. Es sieht aus, wäre das... Ja. So, Fuel. Immerhin damit. Aber erstmal auf Slow. Denn wir kommen ja jetzt an. Nein, aber was wird die Zukunft bringen? Wir werden sehen. Flexi kann dann hier weiterspielen. Das ist super, weil ich werde das, wie gesagt, weiterhin im Auge behalten. Wenn dann wahrscheinlich die Version... Ich weiß nicht, ist es 1.0 schon? Ich glaube nicht, ne? Oder? Steht das irgendwo hier? Da, Version 8, 6, 7, 8... Ich denke mal, Version 1.0 wird dann wahrscheinlich kommen irgendwann. Und, ja, dann können wir weitermachen. An der Stelle. Und, vielleicht wird es auch ein bisschen mehr geben, was wir zu tun haben. Ich weiß nicht, ob noch mehr kommt. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwie ein kaputter Zug, den wir noch besuchen können. Und, keine Ahnung, was noch. Hier geht es jetzt wieder zu einer Arena. Ich glaube, viel mehr wird da jetzt auch erstmal nicht kommen. Weiß ich nicht. Wenn ihr mehr wisst, schreibt das ruhig in die Kommentare. Und, würde ich mich sehr drüber freuen. Aber wir halten jetzt hier erstmal an. Und, ja, ich würde tatsächlich mich, glaube ich, für hier verabschieden. Dann kann Flexi in der Zukunft hier irgendwann die Arenen hier machen. Er ist ja gut vorbereitet eigentlich. Dann kann er hier mit dem Zug nämlich... direkt weiterdüsen. Da hinten sieht echt so aus, als wären das 3 Waggons diesmal. Oder vielleicht ein Zug und 2 Waggons. Weiß ich nicht. Sehr spannend. Will jetzt aber ungern hier weiterdüsen, denn ich würde die Arena natürlich mitnehmen wollen. Aber wir haben ja eigentlich, haben wir... Was soll ich jetzt da noch die Kisten mitnehmen? Gut, klar, für Blueprints und so. Aber wenn wir immer nur Dekoration kriegen, ist auch blöd. Ne? Es wäre mal schön, wenn wir irgendwie vielleicht ein paar Upgrades kriegen könnten noch für den Zug. Das wäre noch ganz schön. Nein, aber was bleibt mir eigentlich abschließend zu sagen? Es hat mir, ja, sehr viel Spaß gemacht, dieses Game. Es ist ein echt cooles Survival-Game. Es macht echt mega Laune immer noch. Und ich könnte auch immer noch so weitermachen, wenn ich jetzt nicht einfach sehen würde, dass es einfach unendlich ins Unendliche geht. Ich weiß halt nicht, ob es ein Ende gibt. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es das schon gibt. Ich kann ja da auch nochmal ein paar Infos einholen, aber ich glaube, fürs Erste und für das, was wir gesehen haben, war es spannend. Es war eine sehr tolle Reise. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen auch, ja, den Zug auszubauen. Mein Gott, was haben wir alles erlebt? Überleg mal, wie wir angefangen haben mit dieser kleinen Drasine, wo wir da die Kisten auf der Plattform hatten. Wisst ihr das noch? Oh Gott, es wäre es gestern gewesen. Und dann diese ganzen Monster-Kreaturen, die Runden, die wir abgeschlossen haben, das Looten... Ach, ich werde es vermissen. Unsere Freunde hier. Ja, ich werde sie...
Ja, ich werde dich auch vermissen, Fridolin, danke. Ja, Freunde, was bleibt mir eigentlich abschließend zu sagen, als wie danke fürs Zusehen und wir sehen uns in einem neuen Video wieder hier auf dem Channel. Da würde ich mich freuen, wenn ihr einschaltet und möchte mich erstmal bedanken, ja, für das letzte Video hier bei Voidtrain erstmal vorerst und ja, ich würde mich freuen, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Vielleicht bei Voidtrain in der Staffel 2 dann oder halt in einem anderen Video und ja, ich bin dann jetzt erstmal raus, wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das guckt und ja, seid bitte immer freundlich. Also, bis dann, macht's gut, tschüss.